Heute geht es bei uns mal um die menschlichen Ausscheidungen. Wir kümmern uns heute um den Fäkaltank oder um die Fäkalien, und zwar mit dem neuen Tedford-System Indus. Hier haben wir eine Neuentwicklung von der Firma Tedford, und die können wir nicht einfach nur zeigen, sondern die muss man erklären, denn das ist ein neuartiger Fäkalientank. Ihr wisst, die Fäkalientanks, die gibt es eigentlich nur bei relativ großen Wohnmobilen, aber die Firma Tedford bietet jetzt ein System an, die genauso diese Fäkalientanknutzung vorsieht. Und vor allen Dingen, der Vorteil hier ist, dass auch mit Grauwasser gespült wird. Das Ganze funktioniert so, wir haben uns das erklären lassen, dass also hier die Toilette ganz normal benutzt wird. Dann anschließend geht das Ganze, wird es zerhäckselt. Es soll angeblich auch kein Problem sein, wenn man hier Toilettenpapier verwendet. Und dann diese verhäckselten Ausscheidungen, die gehen dann in einen Tank, der werksmäßig von dem Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Und dieser Schwarztank wird dann, dieses Schwarzwasser wird dann abgelassen mit diesem Schlauchsystem. Das heißt, es wird dann von Tedford eingebaut, wird hier herausgenommen, auf den Abguss gesetzt, und so geht dann dieses Schwarzwasser raus. Es ist kein Fäkalientank, also man kann hier einen 100-Liter-Tank problemlos wohl betreiben oder auch einen 150-Liter-Tank. Das ist also werkseitig, liegt dann dem Hersteller. Es ist aber kein Fäkalientank, wie man ihn von Concord oder Morello, von den hochpreisigen Herstellern kennt, denn die sind komplett chemiefrei. Hier, dieses System ist nicht chemiefrei. Da gibt es drei Kartuschen, die man kaufen muss. Eine Kartusche kostet ungefähr 20 Euro und die halten ca. 20 bis 30 Tage bei einer Wohnmobilnutzung. Also ich gehe davon aus, von 2 Personen, 4 Wochen Urlaub, müssen die Kartuschen komplett ersetzt werden, sind dann 60 Euro. Wie voll die Kartuschen sind oder wie leer, das kann man hier an einer App kontrollieren, und dann muss man sie eben tauschen. Und es ist Sanitärflüssigkeit, das heißt, das Ganze ist nicht biologisch abbaubar. Es ist hier ein Chemiezusatz, der für den Fäkaltank genutzt werden muss. Warum das der Fall ist, das kann ich nicht sagen, und das konnte mir die Dame auch nicht erklären. Denn die Fäkalientanks von den großen Herstellern, die sind ja komplett chemiefrei. Also, es gibt hier die Möglichkeit, sich im Internet zu informieren. Verbaut wird das ganze System bei der Firma Büstbürstner, bei der Firma Adria und bei der Firma Frankia. Und da kann man sich dann auch diese Toiletten ansehen und auch fragen, wie es in der Praxis tauglich ist. Wir wissen es leider nicht. Also, das als kleine Innovation auf der Messe Caravan Salon Düsseldorf. So, jetzt haben wir uns nochmal in der Praxis mit diesem Tedford-System auseinandergesetzt, sind deutlich schlauer geworden. Also Frankia konnte uns nicht direkt weiterhelfen, aber es kam dann ein Spezialist, ein Fachmann von Tedford, und der hat uns das System genau erklärt. Und wir sagen euch jetzt die Erkenntnisse, die wir dadurch gewonnen haben. Erstmal ist ja diese Toilette komplett frei stehend, also sie benötigt ja nur einen Anschluss nach unten hin, denn der Häcksler sitzt in der Toilette. Das System ist ausgelegt auf 15 Jahre Haltbarkeit, so haben sie es ermittelt in der Vorbereitung. Und das Ganze geht von einem Grauwassertank, dann wird es zerhäckselt in der Toilette drinnen und dann geht es in einen Schwarzwassertank. Man braucht diese drei Mittel, also zum Ablassen erstmal zieht man das hier raus. Dann braucht man diese drei Mittel. Das eine ist für den Grauwassertank, damit der Grauwassertank schon mal nicht das Riechen anfängt. Man kann sich hier nicht mit Kugelhydrat oder sonstigen behelfen. Man muss zwingend dieses Mittel nehmen, wenn man dieses Toilettensystem nutzen will. Diese Kassette B, die wird zugeführt im Wasser, das zum Spülen verwendet wird, falls das Wasser durch
Reste, die im Grauwassertank sind, unansehnlich geworden ist. Dadurch wird dann dieses Mittel reingespült, damit es dann keinen unangenehmen Geruch beim Spülen an sich hat und auch, dass auch keine Rückstände mehr drin sind. Also so genau im Einzelnen konnte man auch nicht sagen. Auch dieses Mittel B kann nicht durch irgendein anderes Mittel ersetzt werden, ist zwingend notwendig von der Firma Detford, dieses Mittel zu nehmen. Und dann haben wir noch das Mittel C. Das ist zwingend erforderlich für den Schwarzwassertank zu nehmen. Ich habe auch den Herrn von Detford damit konfrontiert, dass ja Premium-Herstellern wie Concorde oder Morillo einen Fäkalientank haben, der ohne Zusätze funktioniert und ja auch rein biologisch abbaubar ist, der über 200 Liter geht und wo man keine Zusätze braucht, wo ja Morillo oder Concorde sogar noch dafür werben, dass alles biologisch abbaubar ist und dass man eben keine Zusätze benötigt. Da bekam ich die Auskunft, dass dadurch aber die Entsorgung eingeschränkt ist von Campingplätzen her. Ich als Praktiker kann das jetzt nicht nachvollziehen, denn ich bin der Meinung, dass ich mein Schwarzwasser, was biologisch nicht behandelt wurde oder chemisch nicht behandelt wurde, dass ich das an jeder Entsorgungsstation, wo ich mein Grauwasser ablasse, auch ablassen kann. Vor allen Dingen dann, wenn ich mit dem Grauwassertank eventuelle Fäkalrückstände oder Toilettenpapierrückstände, die ja ohnehin dann auch zerhackt sind, wenn ich die dann nachspüle. Also ich verlasse ja dann auch meine Station sauber. Also so ganz schlüssig ist mir das auch nicht gekommen. Aber man muss zwingend auch diese C-Kassette verwenden. Und eine Kassette kostet 20 Euro, hält, die Auskunft haben wir jetzt von zwei Stellen bekommen, hält ungefähr 4 Wochen bei Dauerbenutzung. Ich gehe da mal davon aus von 2 Personen, das ist jetzt nicht weiter definiert worden, man hat auch keine Garantie da drauf. Und eine Kassette kostet ca. 20 Euro, das heißt für einen 4-wöchigen Urlaub muss man 60 Euro für dieses System bezahlen. Ich zeige jetzt erst einmal, wie das Ganze ausschaut mit der Entsorgung. Also der Entsorgungsvorgang geht dann folgendermaßen. Man klappt das raus, nimmt das hoch, wickelt das auf und setzt es auf den Ablass, aufs Ablassgitter, drückt den Hebel und das Ganze läuft raus. Es werden beide Abwassertanks entleert. Also zunächst wird der Schwarzwassertank entleert und wenn der leer ist, dann schaltet die Pumpe um und dann wird der Grauwassertank leer gepumpt. Wenn man fertig ist, dann nimmt man das hoch, wickelt es auf. Ich bin da noch nicht so firm, weil ich das noch nicht probiert habe und weil ich auch sonst eher der Wurschtler bin. Ja, dann setzt man das da so rein und knickt den Hebel um und macht das Ganze wieder zurück. Also das ist relativ simpel. Ich habe dann geschaut das Ganze und habe gesagt, das Ganze sieht ja schon auf gut Fränkisch etwas lummelig aus, ja, wie lange das hält. Und es wurde mir die Auskunft gegeben, dass das für 15 Jahre ausgelegt ist. Wir waren auch bei der Firma Adria, also das Ganze wird verbaut in Adria, in Francia und bei der Firma Bürstner. Nachdem die Firma Adria ja auch hier ist, haben wir die Firma Adria auch mit dem System konfrontiert. Und da haben wir die Auskunft bekommen, dass sie ein Jahr lang das System verwendet haben. Und danach haben sie es wieder eingestellt. Warum konnte diese Auskunft konnte ich nicht erhalten? Wir haben jetzt von der Firma Detford, die Firma Detford damit konfrontiert, dass Adria das System hier wieder verworfen hat. Und die Firma Detford hat gesagt, es war bei Adria als Option angeboten und die Einbaumöglichkeiten waren so kompliziert im Vergleich zur Nachfrage, dass sich das nicht mehr gerechnet hat. Adria wird in Zukunft ein Fahrzeug anbieten, wo dieses System, so wie bei Francia Titan, serienmäßig verbaut ist. Also man wird sehen, wie die Zukunft ist. Meine persönliche Einschätzung ist, ich möchte es nicht haben. Denn ich bin erstens kein Freund von Zusätzen. Wir verwenden die Sogtoilette ohne Zusätze oder weitgehend ohne Zusätze, wenn dann mit biologisch abbaubaren Zusätzen und haben damit null Probleme. Der Sinn und Zweck eines Fäkaltanks ist für mich schon dann nicht mehr erfüllt, wenn ich so viele Zusätze benötige
Und dann muss ich auch sagen, also ich spüle meinen Grauwassertank mit Kugident. Das ist eine praktikable, einfache Lösung. Hier bin ich gezwungen, immer diese Systempatrone nachzukaufen. Und für mich schränkt es die Freiheit einfach wieder ein, weil ich immer wieder gewisse Materialien zu einem Preis nachkaufen muss, den der Hersteller bestimmt. Ansonsten ist mein ganzes Fahrzeug nicht benutzbar. Muss jeder für sich selber wissen. Mein Fazit ist, ich würde das System für mich nicht verwenden.